Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 51. Videoausgabe oder ein kurzes Update. Ich habe im letzten Video von heute zu Gold und Silber, Tages- und Wochenchart, eine Kleinigkeit vergessen, was ich Ihnen aber doch nochmal erklären und nicht vorenthalten wollte. Was wir nämlich hier bei Gold im Stundenchart, wohlgemerkt im Stundenchart haben, ist, wir haben eine umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation. Hier Schulter, hier die andere Schulter, hier der Kopf. Umgedreht. Und ganz klassisch kommen wir hier nochmal runter und machen einen sogenannten Head-Test. Das heißt, wir versuchen hier diesen Kopf zu brechen, schaffen aber nicht das Tief, was wir hier hatten, da nochmal zu nehmen. Das ist ganz klassisch. Wenn diese umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation wirklich sauber weiterlaufen wollen würde, dann wäre als nächstes dran, dass wir die Nackenlinie brechen müssten, was dann wirklich Potenzial nach oben eröffnet. Und wenn man sich anschaut, dass das Ganze hier im Bereich von wirklich starker Unterstützung passiert, Tageschart, hier im Bereich dieser aufsteigenden Trendlinie seit dem 28. Januar passiert, dann muss man sagen, haben wir wirklich Potenzial nach oben, wenn im Stundenchart diese Formation bullisch aufgelöst werden würde. Und Nackenlinie ist dann hier im Bereich von 15,12 bis in etwa 15,10. Nichtsdestotrotz, es bleibt am Ende des Tages, würde ich wirklich auf diese Marke von 15,17 achten. Wenn wir auch wirklich hier drüber gehen sollten, dann ist definitiv Potenzial nach oben. Und in gleicher Weise zeigt sich das im Stundenchart auch bei Silber. Auch hier haben wir Schulter, Schulter, Kopf. Der Head-Test ist hier deutlich geringer, geht aber hier über diese Schulter hinaus. Und auch hier wäre dann die Nackenlinie im Bereich von 25,30 bis etwa ja, $35. Aber auch hier würde ich mir dann die Marke von $36 merken, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn wir hier wirklich per Stundenschlusskurs deutlich drüber gehen, dann haben wir Platz weiter nach oben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schöne Woche, erfolgreiche Trades, Wolke P.